Schönen guten Morgen. Vielen Dank fürs Kommen, fürs Mitkommen heute. Wir dürfen heute, und da bin ich sehr froh, zu Gast sein, hier um einen praxisnahen Einblick in die Ausbildungen vor Ort zu bekommen. Ausbildungen, die im Rahmen der Corona-Job-Offensive finanziert werden. Und die Frau Petra Traxl, die Landesgeschäftsführerin vom AMS Wien, wird sicher noch viel mehr im Detail dazu sagen können. Ich bedanke mich ganz herzlich bei ihr für den Besuch und die gute Zusammenarbeit. Wir werden dann am Ende noch viel mehr über die Corona-Job-Offensive sprechen, aber ich möchte am Anfang wie immer ganz kurz die Arbeitsmarktzahlen, die aktuellen Arbeitsmarktzahlen Ihnen berichten. Am Dienstag machen wir das ja immer. Wir haben diese Woche wieder um 8.200 Personen weniger in Arbeitslosigkeit als noch in der Vorwoche. Das ist ein relativ starker Rückgang, der zum Teil erklärt werden kann durch die Öffnung der Nachgastronomie, aber zum Teil auch noch durch die Öffnungen in anderen Bereichen. Wir haben eine sehr dynamische Lage am Arbeitsmarkt. Im Moment sind 283.000 Personen arbeitslos gemeldet und dann zusätzlich noch 67.000 Personen in Schulungen. Das sind, wenn man es vergleicht mit dem Vorjahr, um 115.000 weniger als 2020, allerdings immer noch um 16.700 Personen mehr, als das 2019 zum gleichen Zeitpunkt der Fall war. Wir sehen, dass sich die Dynamik fortsetzt, die positive Dynamik glücklicherweise. Wir sehen, dass sowohl die Zahl der Arbeitslosen als auch die der Schulungsteilnehmer zurückgeht. Das liegt auch daran, dass viele Menschen, die Schulungen abgeschlossen haben, jetzt auch Arbeit finden in diesem Aufschwung. Und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Und wie diese Schulungen ausschauen, dazu kommen wir noch genauer. Die Kurzarbeitsphase 5 ist mit 1. Juli gestartet, deswegen gibt es da noch keine Zahlen. Die Anmeldungen werden erst im Laufe des Julis erfolgen. Wir können erst wahrscheinlich Ende Juli ungefähr sagen, wie viele Menschen in Kurzarbeit sein werden in dieser Phase 5 oder in den ersten Monaten dieser Phase 5. Wir erwarten im Laufe des Sommers ungefähr 100.000 bis 120.000 Personen, aber das wird auch davon abhängen, wie sich die Lage am Arbeitsmarkt weiterentwickelt. Wenn sie sich so gut weiterentwickelt wie bisher, dann könnte es auch durchaus weniger sein. Die Dynamik am Arbeitsmarkt muss man jetzt nutzen, auch um jene, die noch Schwierigkeiten haben, jetzt einen Job zu finden, mit den richtigen Qualifizierungsmaßnahmen vorbereiten. Das ist der Grund, warum wir hier vor Ort sind. Wir haben uns heute mehrere Projekte angeschaut, die im Rahmen der Joboffensive entstanden sind, der Corona-Joboffensive. Es ist das größte Qualifizierungsprogramm, das es in Österreich je gab, mit den 700 Millionen Euro Finanzierung dieses und nächstes Jahr, mit dem großen Ziel, eben Menschen, die arbeitslos geworden sind und zu wenig oder die falsche Qualifikation haben, dass man diese Menschen aufqualifiziert oder umqualifiziert. Das Ziel war es, neben den bestehenden Programmen auch immer neue, innovative, zusätzliche Programme zu gestalten. Heute sind wir in einem solchen Programm in der Coders Bay, wo es um Ausbildung im digitalen Bereich geht, digitale Kompetenzen. Wir haben uns angeschaut, wie Netzwerktechniker hier ausgebildet werden. Wir haben uns angeschaut, wie zum Beispiel Programmierer von Websites und Webshops hier ausgebildet werden. Wir waren davor in der Future Factory, einer Lehrwerkstatt für junge Frauen, wo die jungen Frauen auch und vor allem für Technikberufe ausgebildet werden. Und dazu wird sicher Frau Traxl noch mehr sagen. Ich darf vielleicht noch ganz kurz eine Zwischenbilanz der Joboffensive geben. Wie gesagt, das größte Qualifikationsprogramm, das es in Österreich je gab in dieser Dichte. Wir hatten das Ziel, 100.000 Menschen in diesem Programm zu haben bis zum Ende des Programms. Wir sind schon auf dieser Zahl. Wir haben insgesamt 113.000 Personen, die von den Qualifizierungsangeboten profitiert haben. Nur ein Teil davon sind direkt in der Corona-Job-Offensive. Das sind 86.000. Der Rest über andere Programme, Fachkräftestipendium oder durch den freien Bildungsmarkt, wo die Kurskosten vom AMS ersetzt werden, aber insgesamt schon über 100.000 Personen, die in diesen Qualifikationsangeboten sind, 86.000 aus einer direkten AMS-Zuteilung. Wir haben natürlich auch in der Kurzarbeit Leute gehabt, die das Programm genutzt haben. Das waren bisher 6.000, die von der Joboffensive gefördert worden sind.
Was ist neu? Wir haben diese spezifische Fokussierung gehabt auf den Bereich Digitalisierung. Das haben wir uns jetzt auch anschauen können. 12.500 Personen in diesem Bereich. Wir haben eine Spezialisierung gehabt im Bereich der Pflege. Da hat es einen Termin gegeben vor gar nicht allzu langer Zeit, wo wir uns auch die Pflegestiftung angeschaut haben und andere Pflegeausbildungseinrichtungen. Wir haben auch, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, aus der Corona-Job-Offensive den Bildungsbonus finanziert und die Erhöhung finanziert von 60 auf 180 Euro. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, gerade für jene, die älter sind, die ihren Lebensunterhalt zu bestreiten haben und die auf das Arbeitslosengeld diese 180 Euro bekommen, wenn sie eine Ausbildung machen, die länger als 4 Monate dauert. Und wir werden diese Woche im Nationalrat eine Ausweitung des Bildungsbonus beschließen auf Menschen, die schon vorher eine Ausbildung begonnen haben. Also wir sichern dann noch ein bisschen besser ab. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Das Gesamtprogramm läuft. Wir haben also jetzt auch schon die Zielzahl erreicht. Wir wissen auch, und das ist noch viel wichtiger, dass die ersten Zahlen, was den Erfolg der Maßnahme betrifft, es positive Nachrichten gibt. Wir wissen, dass ein Monat nach erfolgreichem Abschluss einer Maßnahme aus der Joboffensive ein Drittel, 36%, mehr als ein Drittel in Beschäftigung sind. Und nach einem dreimonatigen Beobachtungszeitraum sind es 43%, bei Fachkräfteausbildungen sogar bei 50%. Entscheidend also, dass es durchaus die Erkenntnis gibt, dass die Programme erfolgreich sind, wenn es darum geht, die Menschen wieder in Beschäftigung zu bringen. Wir werden das weiter natürlich beobachten. 1 bis 3 Monate ist ein sehr kurzer Zeitraum, auch angesichts der Fülle der verschiedenen Maßnahmen und der Fülle der Menschen, die diese Maßnahmen nutzen. Wir haben gemeinsam mit dem AMS ein detailliertes Verbleibsmonitoring eingerichtet und können damit auch längerfristig den Arbeitsmarkterfolg oder auch eben Misserfolgabbrüche beobachten und schauen, wo möglicherweise die Gründe liegen. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, um daraus zu lernen. Mir ist ganz wichtig zu sagen, dass diese Qualifizierung in dieser Krisenzeit ganz entscheidend dazu beiträgt, dass wir im Aufschwung jetzt Arbeitskräfte haben, die gut qualifiziert sind. Es gibt ja noch viele von den 113.000 Personen, die noch in Qualifikationsmaßnahmen sind. Die werden weiter ausgebildet und wir werden natürlich auch in der Zukunft, in den nächsten Jahren, mehr und mehr von diesen Maßnahmen brauchen, um den Fachkräftemangel, der sich aufgrund der demografischen Entwicklung ergibt und aufgrund der dynamischen Wirtschaftsentwicklung abfedern zu können. Insofern, glaube ich, haben wir heute etwas gesehen, was durchaus beispielhaft ist für solche Qualifizierungsprogramme. Vielen Dank.